Als nächstes spricht Herr Abgeordneter Schalauske für die Fraktion Die Linke. Bitte sehr. 22,5 Minuten haben Sie. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Marburgerinnen und Marburger! Im 60. Jahr der Unterzeichnung der Römischen Verträge sind die europäischen Regierungen und die Verantwortlichen in der Europäischen Union dabei, die europäische Idee irreparabel zu beschädigen. Man kann darüber streiten, ob die Europäische Union in erster Linie zur Sicherung des Friedens als Friedensprojekt gegründet worden ist. Aber man sollte und man darf nicht vergessen, dass die europäische Idee einst als Antwort auf die blutigen Schrecken und die mörderische Barbarei zweier Weltkriege entstanden ist, dass diese europäische Idee, die vielen Menschen jahrzehntelang als Hoffnung auf Frieden, soziale Sicherheit, Wohlstand und Demokratie galt. Doch was ist, meine Damen und Herren, aus diesen Hoffnungen geworden? Die Europäische Union, so heißt es in der Regierungserklärung der Landesregierung, ist in Bewegung geraten. Das klingt sehr freundlich. Die Wahrheit ist, die Europäische Union steckt in einer ihrer tiefsten Krisen. Für Joschka Fischer, in Hessen wohl kein Unbekannter, Zitat, scheint der Krisenmodus 2009, als die von Amerika kommende Finanzkrise die Eurozone in ihren Grundfesten erschütterte, die neue Normalität Europas geworden sein. Und auch Papst Franziskus sieht Europa in der Krise. Er sorgt sich über wachsenden Rassismus und Nationalismus. Er spricht mit Blick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von hässlichen Wunden Europas, die zum Legitimationsverfall des europäischen Projektes beitragen. Dazu gehören für ihn nicht nur, aber auch der Umgang mit Flüchtlingen, sondern auch die zunehmende Armut und die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem junger Menschen in Europa. Und ja, die Europäische Union steckt in einer tiefen Krise. Die soziale Spaltung in Europa schreitet voran, innerhalb der Länder zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen den Staaten, zwischen Nord und Süd, zwischen West und Ost, zwischen reicheren und ärmeren Staaten. Die Finanz- und Schuldenkrise seit 2009 ist noch immer nicht überwunden. Große Volkswirtschaften wie Frankreich, wie Italien und Spanien stagnieren. Die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa nehmen zu. In Südeuropa grassieren seit Jahren Armut, Perspektivlosigkeit und Rekordarbeitslosigkeit. Und in vielen Ländern Europas ist die nationalistische und rassistische Rechte auf dem Vormarsch. Und die politischen und ökonomischen Eliten in Europa, die europäischen Regierungen und die Verantwortlichen in der EU, was machen sie? Sie hangeln sich von Krise zu Krise, sie verkünden ein trotziges Weiter-so und beschwören unermüdlich die europäischen Werte, so wie die hessische Landesregierung. Doch wie ist es in der Realität um diese Werte bestellt? An den EU-Außengrenzen werden die Menschen und die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten. Und das Problem ist doch nicht nur das einer oder weniger Regierungen, wie die rechte Regierung in Ungarn, so schlimm sie sich auch zu den Flüchtlingen verhält, sondern das Problem ist doch ein europäisches, wenn die Festung Europa immer höhere Zäune und Mauern bekommt, wenn die Abschottung der EU perfektioniert wird und wenn dabei zugesehen wird, wie Jahr um Jahr Tausende Menschen auf der Flucht vor Unterdrückung, Hunger und Elend ums Leben kommen, meine Damen und Herren. Auch an den Grenzen Europas. Die Türkei befindet sich unter dem Autokraten Erdogan auf dem Weg in eine islamistische Präsidialdiktatur. Der Staat geht mit großer Härte gegen Journalisten, Demokraten und Regimekritiker vor. Zehntausende sind mittlerweile inhaftiert. Im Südosten der Türkei wird ein blutiger Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden geführt. Und was macht die Bundesregierung? Allen öffentlichen Auseinandersetzungen zum Trotz klammert sie sich an die Zusammenarbeit mit dem Autokraten und NATO-Partner Erdogan. Wer aber ernsthaft die autoritäre Entwicklung in der Türkei kritisieren will, der muss die Waffenlieferungen an die Türkei beenden, der muss die militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit beenden, und der darf sich nicht mit einem schäbigen Deal zur Flüchtlingsabwehr erpressbar machen, meine Damen und Herren. Und es muss unser aller Aufgabe sein, an der Seite der demokratischen Opposition in der Türkei zu stehen. Und unsere Solidarität muss den Türkinnen und Türken gelten, die bei dem Referendum aller widrigen Umstände zu Trotz mit Nein gestimmt haben, die Hayır gesagt haben. Sie, Frau
Sie, Frau Europaministerin, Sie sind in die hessische Partnerregion Bursa gereist, und Sie haben sich Ihr eigenes Bild gemacht. Ich teile Ihre Kritik an der Lage und den Menschenrechten in der Türkei. Aber diesen Worten müssen doch auch Taten folgen. Wo bleibt der direkte Schulterschluss mit der demokratischen und den oppositionellen Kräften in Bursa? Sie kennen doch die Lage. Sie haben die Zahlen in Ihrer Regierungserklärung genannt. Wo bleiben die Aktivitäten der Landesregierung, um gegen die staatlich verordnete Kriminalisierung und Entrechtung der Opposition vorzugehen? Wo bleiben Ihre Aktivitäten gegen diese schreienden Ungerechtigkeiten in unserer hessischen Partnerregion? Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie sich auch darüber informiert, ob und in welcher Form das Referendum in Bursa manipuliert worden ist. Nur durch ein aktives Handeln ermutigen Sie die demokratischen Kräfte in Bursa. Im Juni vergangenen Jahres, darauf ist hier schon hingewiesen, stimmte die Mehrheit der Menschen in Großbritannien für den Brexit. Doch anstatt der Frage nachzugehen, warum sich mehr und mehr Menschen von der EU entfernen, setzen die deutsche und europäische Politik auf ein schlichtes Weiter-so. Die europäischen Regierungen riskieren den weiteren Zerfall der EU. Und die hessische Landesregierung? Anstatt Überlegungen anzustellen, wie der Zerfall Europas abgewendet werden kann, wie die europäische Idee wiederbelebt werden kann, beschäftigen Sie sich, und Sie nennen das auch noch Chancen, beschäftigen Sie sich seit Monaten kleinlich mit der Frage, welche wirtschaftlichen Vorteile für Hessen und die Bankenmetropole Frankfurt aus dem Brexit rausgeholt werden können, meine Damen und Herren, und wie viele gut verdienende Banker Sie aus der City of London an die Frankfurter Börse oder welche EU-Einrichtungen Sie auf Kosten Großbritanniens nach Frankfurt locken können. Das ist Ihre Agenda. Ihnen geht es doch nicht um den europäischen Gedanken, sondern Sie wollen in dem gnadenlosen Standortwettbewerb und Konkurrenzkampf zwischen den EU-Regionen fette Beute machen und einen dicken Fisch für Hessen ans Land ziehen. Das ist die Agenda der Landesregierung. Fortwährender Wettbewerb und gnadenlose Konkurrenz. Da wären wir bei einem Grundproblem. Da wären wir bei einem Grundproblem der Europäischen Union, bei einer fehlerhaften Konstruktion. Die europäischen Werte manifestieren sich in der real existierenden Europäischen Union eben nicht in Wohlstand und sozialer Sicherheit für alle Menschen. In der EU wird die Freiheit des Marktes zum hehren Ziel erklärt und das hohe Lied des Wettbewerbs gesungen. Was ist das für ein Europa, in dem die sozialen Interessen der Menschen diesen Zielen, die besten Bedingungen für Europas Großkonzerne und Banken zu schaffen, brutal untergeordnet werden? Und was ist das für ein Europa, in dem der Neoliberalismus, der die Freiheit des Marktes über alles stellt, den EU-Verträgen eingeschrieben ist? Ein Europa der Menschen oder eines der Banken und Konzerne? Was hat die Mehrheit der Menschen in Europa davon, dass die Märkte dereguliert, öffentliche Dienstleistungen privatisiert und Finanzmärkte liberalisiert worden? Was soll an einer Politik proeuropäisch sein, welche die Europäerinnen und Europäer einem gnadenlosen Wettbewerb, einem Race to the Bottom, um die billigsten Löhne, die niedrigsten Sozialstandards und das größte Steuerdumping aussetzt? Und dann wundern Sie sich noch, dass sich die Menschen von Europa abwenden, dass die Ablehnung der Europäischen Union steigt? Und nun sagen Sie, es gibt auch andere Stimmen, die Sie zuversichtlich machen. Und ja, es ist beachtlich, dass in den letzten Wochen Tausende Menschen im Rahmen von Pulse of Europe auf die Straße gehen. Wir teilen die Sorge um den Aufstieg rechter und faschistischer Kräfte. Auch wir kämpfen gegen den wachsenden Rassismus und chauvinistischen Nationalismus, der einzelne Nationen über andere in Europa zu stellen versucht. Aber reicht es in diesem Zusammenhang lediglich, für die EU auf die Straße zu gehen? Hat nicht diese neoliberale Verfassung, dieses Bestreben, alles den Marktgesetzen unterzuordnen, dazu geführt, dass sich die Menschen von der EU abwenden? Und hat nicht diese Politik erst den Nährboden für das Erstarken der extremen Rechten bereitet? Deswegen sagen wir, wer Europa gegen den Aufstieg der Rechten und Faschisten verteidigen will, der muss dafür kämpfen, dass sich dieses Europa grundlegend ändert und verändert, meine Damen und Herren. Und da reden wir auch, über die Rolle Deutschlands in Europa. Ich glaube, den Gründervätern, waren ja mehr Väter als Mütter der europäischen Einigung, schwebte ein europäisches Deutschland vor. Heute aber waren viele vor dem Weg in ein deutsches Europa. In vielen EU-Ländern wächst die Wut über die Rolle Deutschlands. Jahr für Jahr wird hierzulande gefeiert, dass Deutschland Exportweltmeister ist. Das bedeutet aber auch,
dass es zu erheblichen wirtschaftlichen Ungleichgewichten in der EU kommt. Der Außenhandelsüberschuss Deutschlands ist ein wesentlicher Grund für die Verschuldung wirtschaftlich schwächerer Staaten. Dass Deutschland oder besser die deutschen Unternehmen so gut dastehen, das liegt doch vor allem am Lohndumping und an dem Druck auf die Beschäftigten in unserem Land. Die Reallöhne sind seit 20 Jahren kaum gestiegen, in den unteren Lohngruppen sogar gefallen. Die Rente ist gesenkt worden auf das niedrigste Niveau der Industriestaaten und die Krankenversicherung immer weiter ausgehöhlt. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen. Mit der Agenda 2010 hat eine ganz große Koalition aus SPD, CDU, FDP und Grünen einen gigantischen Niedriglohnsektor hier in Deutschland geschaffen und dafür gesorgt, dass Millionen Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Lohn nicht leben können. Dass Millionen Menschen, die keine Arbeit haben, von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen worden sind. Und da wundern Sie sich allen Ernstes, wenn sich die Menschen von den etablierten Parteien abwenden. Denn, meine Damen und Herren, das ist in letzter Instanz die Politik Ihrer Parteien, die Politik der letzten Bundesregierungen, egal welcher Couleur. Sie tragen die Verantwortung auch für die Fehlentwicklung in Deutschland und in Europa. Ja, aber von dieser Politik haben auch einige profitiert, ja, anscheinend zu Ihrer Freude. Allenfalls die oberen 10%, die können die Sektkorken knallen lassen. Aber statt hier in unserem Land etwas zu ändern, diktiert die deutsche Bundesregierung anderen, auch aufgrund dieser deutschen Politik verschuldeten EU-Staaten, Austeritätsprogramme, die sie annehmen müssen, um den Staatsbankrott zu vermeiden. Und was sind die Folgen dieser Austeritätspolitik? Schauen Sie sich einmal die Folgen dieser Austeritätspolitik an. Die können Sie nämlich in Griechenland besichtigen, wo die linke Syriza-Regierung durch die Politik der EU-Troika in die Knie gezwungen worden ist. Auf Geheiß der EU und allen voran der deutschen Bundesregierung sind der Sozialstaat weiter demontiert, Löhne und Renten gekürzt, die Rechte der arbeitenden Bevölkerung weiter geschleift und öffentliches Eigentum verscherbelt worden. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt heute ganze 42,5%. Die deutsche Bundesregierung hat Griechenland mit in den sozialen Ruin getrieben. Ihre ach so proeuropäische Politik, die Sie hier feiern, die hat den griechischen Sozialstaat zu einem Trümmerhaufen verkommen lassen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen auch zugehört, fiel mir auch nicht immer leicht. Was macht Hessen? Was machen wir hier in Hessen? Das muss man sich einmal vorstellen. Die Fraport AG, ein Global Player, der sich mehrheitlich in öffentlichem Eigentum befindet, wird zum Nutznießer einer von Deutschland angeordneten Privatisierung. Die Fraport AG konnte dank der Schützenhilfe der deutschen Politik ein richtiges Schnäppchen machen und sich 14 griechische Flughäfen unter den Nagel reißen. Wahrscheinlich freuen Sie sich auch noch über diesen Erfolg für den Wirtschaftsstandort Hessen. Ich jedenfalls als Hesse kann mich für diese Politik nur schämen. Öffentliches Eigentum, ob in Griechenland, Deutschland oder Hessen, das darf nicht versterbelt werden, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir. Zu Frankreich. Was für andere Teile von Europa gilt, das gilt auch für Frankreich. Den Nährboden für den Wahlerfolg der faschistischen Front National bildet die neoliberale Politik, die von den französischen Schwesterparteien von SPD, CDU und FDP in Frankreich durchgezogen worden ist. Es ist diese Politik, die dafür gesorgt hat, dass kein Kandidat der etablierten Parteien es in die Stichwahl geschafft hat, dass die Kandidaten der beiden ehemaligen Volksparteien, die selbst 2012 noch auf 60% der Stimmen kamen, gerade einmal noch auf 26% gekommen sind. Und um es ganz klar zu sagen, weil das hier auch angesprochen worden ist, Marine Le Pen und der Front National sind unwählbar. Das sieht im Übrigen die überwältigende Mehrzahl der linken Wählerinnen und Wähler in Frankreich auch so. Wer aber ist der Emmanuel Macron, den Sie hier so loben? Mit ihm schafft es ein Kandidat auf Platz 1, den vor drei Jahren noch keiner kannte, der von sich aus sagt, er sei weder links noch rechts und der bei programmatischen Aussagen möglichst vage blieb. Seine Jugendlichkeit und seine Unbescholtenheit mögen die Tatsache überstrahlt haben, dass er Wirtschaftsminister und Investmentbanker war und dass er die neoliberale Politik Hollande noch weiter verschärfen will. Die Börsianer und die Aktienmärkte jedenfalls feiern seinen Erfolg. Und vieles deutet darauf hin, dass Macron einst als Gerhard Schröder Frankreichs in die Geschichtsbücher eingehen wird, meine Damen und Herren.
Macrons Ziele, Streichung von 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst, Privatisierung von Staatseigentum und Senkung der Unternehmenssteuern. Das ist das Programm des von Ihnen so gelobten Herrn Macron. Was bleibt also in Frankreich? Die Französinnen und Franzosen haben am Sonntag somit leider nur die Wahl zwischen einem Neoliberalen und einer Rechtsextremen. Es war der französische Intellektuelle Didier Eribon, der im Interview der Süddeutschen Zeitung die Befürchtung äußerte, ein Erfolg Macrons wird aufgrund seiner Politik, die nichts anderes ist als eine Kampfansage an Gewerkschaften und Lohnabhängige, möglicherweise erst den Boden bereiten für einen Erfolg Le Pen 2022. Ich jedenfalls kann es verstehen, dass viele Französinnen und Franzosen, die Le Pen verhindern wollen, Probleme haben, Macron zu wählen. Was ich aber nicht verstehen kann, warum Macron nicht bereit zu sein scheint, Abstriche von seinem neoliberalen Programm zu machen, um auch eine breitere Zustimmung zu seiner Person zu erreichen. Aber im französischen Wahlergebnis liegt auch Hoffnung. Das Ergebnis des Linkskandidaten Jean-Luc Mélenchon, der mit seiner Bewegung La France Insoumise, das widerständige Frankreich, fast 20% erreicht hat, so viel wie seit 1969 kein Kandidat der radikalen Linken. Und was möchte Mélenchon? Er möchte dem Markt soziale Schranken setzen. Er kämpft für eine Rente mit 60 nach 40 Beitragsjahren. Manchen hier geht ja die Rente mit 67 noch nicht weit genug. Er kämpft für eine Erhöhung des Mindestlohns und für ein progressiveres Steuersystem. Er hat übrigens auch viel Zustimmung von den Wählerinnen und Wählern der Grünen erhalten. Und er kämpft für eine andere Politik in der Europäischen Union. Er fordert Verhandlungen über eine Neugründung der EU auf demokratischen, sozialen und ökologischen Grundlagen. Wir jedenfalls hoffen darauf, dass die politische Linke in Frankreich auf diesem Ergebnis aufbauen kann und gestärkt und geeint einem künftigen Präsidenten Macron und seinem neoliberalen Programm ordentlich Paroli bieten kann, meine Damen und Herren. Und ob in Frankreich oder anderswo, wir als Linke bleiben dabei. Wer eine wirklich proeuropäische Politik entwickeln möchte, wer dafür sorgen will, dass der Vormarsch der Rechten in Europa endlich aufgehalten werden, wer sich dafür einsetzen will, dass die Menschen in Europa eine Zukunft haben und in Frieden, Wohlstand, sozialer Sicherheit und Demokratie leben können, der muss die neoliberalen EU-Verträge überwinden und Europa neu begründen, so wie es Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Intellektuelle und Aktive aus sozialen Bewegungen seit Jahren und Jahrzehnten fordern. Dazu brauchen wir eine Änderung der europäischen Vertragsgrundlagen. Wir brauchen endlich Verträge, die den Sozialstaat, soziale Rechte und öffentliche Leistungen schützen und ausbauen. Soziale Grundrechte, ja, ist das denn zu viel verlangt, dass wir sozialen Grundrechten Vorrang geben vor Binnenmarktfreiheiten und Wettbewerbsregeln? Wir brauchen ein öffentliches Investitionsprogramm für Europa, welches die wirtschaftlichen Ungleichgewichte abbaut, das dazu beiträgt, die Lebensbedingungen, die doch so unterschiedlich in Europa sind, anzugleichen, das in Arbeitsplätze, Schulen, Gesundheit, erneuerbare Energien und öffentliche Infrastruktur investiert und das endlich der Jugend in Europa wieder eine Zukunft gibt, damit die Menschen wieder Hoffnung haben, dass Europa ihre Lebensbedingungen verbessert. Und wir brauchen ein Ende der Kürzungen und Austeritätsprogramme, eine Angleichung der Wirtschafts- und Sozialpolitiken, und der Druck auf Löhne und Sozialstandards muss beendet werden. Auch das Steuerdumping in Europa muss aufhören, Steueroasen gehören ausgetrocknet. Und wer fordert, dass wir die Europäische Union demokratischer gestalten, der hat auch heute hier in Hessen die Möglichkeit dazu, indem wir nämlich einen Antrag der LINKEN verabschieden, der dazu auffordert, die neoliberalen Freihandelsabkommen zu stoppen, das CETA-Abkommen, welches ein Angriff auf unseren Rechtsstaat, auf Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards ist, mit Kanada, das darf nicht ratifiziert werden. Sie hätten hier und heute die Möglichkeit, ein Zeichen für ein demokratischeres Europa zu setzen, meine Damen und Herren. Und wenn man die Friedensfrage in den Mittelpunkt rückt, dann darf doch die Antwort auf die aktuelle Krise in der Europäischen Union nicht eine weitere Militarisierung der Europäischen Union sein. Statt die Kooperation mit Militär voranzutreiben, statt auf Aufrüstung zu setzen und öffentliche Ressourcen zu verschleudern, gilt es doch, auf Abrüstung, Kooperation und Entspannung zu setzen und auf eine Politik, die sich auch um den Interessenausgleich mit den Nachbarn der Europäischen Union ausspricht. Und die Mauern und Zäune der Festung Europa, die müssen endlich eingerissen werden.
Ich komme noch einmal zu der Regierungserklärung der Ministerin zurück. Wenn also an die Landesregierung gerichtet, wenn Hessens Zukunft Europa heißen soll, so der Titel der Regierungserklärung, und diese Zielstellung die teilen wir voll und ganz, dann muss Hessen alle Kraft daran setzen, dass Europa eine gemeinsame Zukunft hat. Und die Hessische Landesregierung macht zum Teil wider besseren Wissens leider das Gegenteil. Kurzsichtig schielen sie auf wirtschaftliche Vorteile für Hessen auf Kosten der Nachbarländer, um den eigenen Wirtschaftsstandort im europäischen oder globalen Wettbewerb zu befördern. Damit schüren sie Konkurrenzen und schaden der europäischen Idee. Das kurzsichtige Schielen auf eigene Vorteile, das ist alles nur keine proeuropäische Politik, meine Damen und Herren. Dafür gründen sie sogar noch ein Finanzplatzkabinett, um die Interessen des Finanzplatzes zu bedienen. Ich finde, notwendig wäre vielmehr ein Solidaritätskabinett, das sich nachhaltig auf allen Ebenen für ein soziales und solidarisches Europa einsetzt, meine Damen und Herren. Also, ich komme zum Schluss. Hessens Zukunft liegt in Europa. Aber Europa wird nur eine Zukunft haben, wenn wir gemeinsam mit den vielen Menschen in Europa ein sozialeres, demokratischeres und solidarischeres Europa aufbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schalauske. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, das war auch die erste Rede des Abg. Schalauske hier im Haus. Dazu herzlichen Glückwunsch des Hauses. Ich kann nur dazu sagen, genießen Sie es. Sie werden wahrscheinlich nicht oft die Gelegenheit haben, dass Ihnen das ganze Haus applaudiert. Es geht uns übrigens allen so. Als Nächstes hat das Wort Herr Kollege Utter für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, wenn Sie sich darauf verständigen, Frau Beer zuerst, dann ist Herr Utter der Nächste. Also, dann vorneweg herzlichen Dank an den Kollegen Utter, dass wir dabei bleiben, dass die Regierungsfraktion, die die Regierungserklärung eingebracht hat, auch als Letztes redet. Ich komme gerne auf das eigentliche Thema zurück, denn, lieber Herr Kollege Schalauske, auch wenn das Ihre erste Rede in diesem Hohen Hause war, ich glaube, dass ein gemeinsames Europa mehr ist als nur der Kampf gegen Rechts. Wenn Sie wenigstens so weit gegangen wären, insgesamt den Kampf gegen Extremisten zu nennen, hätte ich Ihnen wenig ein Stück weit folgen können, weil das für mich aus Rechtsextremismus wie Linksextremismus gleichermaßen nicht zu einem vereinten Europa passt, zumindest nicht einem, das Zukunft gestalten will auf unserem Kontinent. Aber das scheint Ihnen nicht über die Lippen zu gehen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen mich nun schon einige Jahre und wissen deswegen, dass es für mich keine hohle Phrase ist, dass ich Europa liebe. Der eine oder andere weiß vielleicht auch, dass die europäische Idee überhaupt Auslöser für mein politisches Engagement war, und zwar nicht nur im Allgemeinen, sondern gerade auch bei den Freien Demokraten. Hans-Dietrich Genscher, der mittlerweile vor einem Jahr, es jährt sich jetzt zum ersten Mal, verstorben ist, ist, glaube ich, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg als ein großer Europäer anerkannt. Er war unermüdlich unterwegs, nicht nur innerhalb von Europa, sondern auch international, gerade auch als Vermittler. Es war jemand, der zuhören konnte über die verschiedenen Vorstellungen und sowohl im Inneren als auch in der internationalen Einbettung von Europa Vermittler war dafür, Beziehungen auf gesunde und vor allem zukunftsfähige Füße zu stellen. Meines Erachtens vor allem deswegen, weil er eine klare Vision davon hatte, wo die Zukunft hingehen sollte, und zwar gerade schon eine Vision in Zeiten, wo das noch belächelt wurde, eine Vision von einem gemeinsamen Deutschland, das er nur in einem vereinten Europa, und zwar in einem Europa, das nicht nur aus West-, sondern auch aus Osteuropa besteht, denken und leben wollte. Hans-Dietrich Genscher hat sich in den letzten Jahren, auch noch kurz vor seinem Tod, extreme Sorgen gemacht über die Fliehkräfte, die Europa, die in der Europäischen Union entwickelt, sich entwickelt haben. Und er
hielt nicht viel von dem europapolitischen Weihrauch, auch so wie ihn wir heute wieder in der Regierungserklärung wahrgenommen haben, wenn er nicht mit konkreten Vorschlägen verbunden wurde. Ich sage deswegen, Frau Ministerin Puttrich, europapolitischer Weihrauch, weil auch ich teile die Freude darüber, dass es wieder Demonstrationen für Europa gibt. Aber all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheiten, die begeistert sind von dem Zustand der Europäischen Union und vor allem auch von dem Zustand der europapolitischen Debatte, doch ausgesprochen knapp sind. Sie haben Frankreich angesprochen, und selbst in einem solchen Land, Herr Schalauske ist ja offensichtlich noch nicht einmal von Ihrer Seite und der Seite Ihrer französischen Schwesterpartei die Solidarität so groß, jetzt zur Wahl des einzigen proeuropäischen Kandidaten aufzurufen. Ich muss allerdings mit Blick auf die Sozialdemokratie sagen, das gilt leider auch für die französischen Gewerkschaften, was man mit Bedauern zur Kenntnis nehmen muss. Aber auch wenn ich weiterschaue, die Niederlande, auch die Umfragewerte, Frau Ministerin Puttrich, die Sie hier erwähnt haben, sie sind überall reichlich knapp, und das hat doch etwas, und das muss man sich eingestehen, mit dem aktuellen Zustand der Europäischen Union sowie der auf der Ebene der politischen Führung diskutiert wird, zu tun. Ja, auch ich finde beeindruckend, was ehrenamtliche Basis von der Basis her wie beim Pulse of Europe auf die Beine stellen können, insbesondere, dass so viele junge Menschen mittlerweile deutlich zum Ausdruck bringen, Teil der Prozesse in dieser Europäischen Union sein zu wollen. Aber, sehr geehrte Frau Ministerin Puttrich, ich glaube, die Initiatoren auch dieser Bewegung wären missverstanden, wenn sie sich nicht eine klare Vorstellung über die augenblickliche, desolate Situation dieser Europäischen Union machen würden. Sie sind nicht naiv in ihrer Begeisterung. Sie sehen, dass die Europäische Union nicht in einem guten Zustand ist. Sie demonstrieren für eine Neujustierung dieser Europäischen Union, weil anders als andere halten sie sie nach wie vor noch für reformierbar. Und genau da bin ich, sind wir als Freie Demokraten bei Ihnen. Diese Europäische Union ist momentan nicht in guter Verfassung, aber wir glauben fest daran, dass sie mit gutem Willen und vor allem einer gemeinsamen Zukunftsvision reformierbar ist. Dann, sehr geehrte Frau Ministerin, muss ich aber auch Antworten geben. Dann reicht eine bloße Zustandsbeschreibung in einer solchen Situation eben nicht aus. Sie haben durchaus zu Recht betont, man muss in den großen Fragen groß, in den kleinen Fragen klein denken. Aber da, wo es dann spannend wird, nämlich an welchen Punkten wir denn dann so stark und gemeinsam sein müssen und an welchen Punkten wir eben mehr Subsidiarität, mehr regionalen Entscheidungen und Kompetenzen Raum geben müssen, da ist von Ihnen nichts gekommen. Wofür setzen Sie sich denn in diesem Zusammenhang ein? Und wir haben gerade als Abgeordnete die Neuauflage der Europastrategie der Landesregierung zugeschickt bekommen. Ich habe da vergeblich gesucht. Ich habe einen Mitarbeiter gefragt, ob er es findet. Er hat es auch nicht gefunden. Und ich finde, das lässt dann auch tief blicken an dieser Stelle. Ich kann das für die Freien Demokraten knapp skizzieren. Ich will es auch gar nicht weiter auswalzen, weil bei den vielen europapolitischen Debatten, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten hatten, haben wir das immer wieder betont, aber leider seitens der Landesregierung keine Antwort bekommen. Keine Antwort bekommen auf die Frage, wie sie eine gemeinsame, solide Währung in diesem gemeinsamen Europa absichern wollen und ob sie weiter entsprechen, und wir glauben, das geht eben nicht, auf weitere Verschuldungshilfen, z.B. in Richtung Griechenland, setzen, erst recht dann, wenn der IWF nicht an Bord bleibt. Ich sage klar und deutlich, für uns kommt Solidarität auch nur im Zusammenhang mit Solidität. Das hat eben auch etwas im Hinblick auf die dort eingegangenen Verträge zu tun. Und dafür gehört für uns als Freie Demokraten eben auch, dass wir eine Verwässerung dieser Situation über einen europäischen Währungsfonds ablehnen, so wie er neuerdings offensichtlich auch von der Großen Koalition geteilt wird. Europäischer Binnenmarkt, ganz klein, fast weggenuschelt die Fragen, dass europäischer Binnenmarkt z.B. in Energie und Digitalisierung, anders als das, was wir gerade in Deutschland betreiben, eben nicht eine Insellösung ist, sondern nur europäisch organisiert werden kann. Hier würde ich mir entsprechende Ansätze auch dieser Landesregierung wünschen. Handelspolitik, für uns ein ganz glasklares europäisches Feld.
Aber schon die Art und Weise, wie sich diese Landesregierung zu CETA ausstellt, da weiß man nicht so recht, ob sie überhaupt eine Meinung zum Freihandel haben, aber jedenfalls dann offenbar nicht, wenn er konkret wird. Weil obwohl wir jetzt riesige Chancen haben beim Thema Freihandel, gerade angesichts der Entwicklung in den USA, gerade angesichts dieses neuen Präsidenten in Washington, gerade angesichts der Kündigung von TPP von Herrn Präsidenten Trump, ich frage ja in jedem Europaausschuss nach, ob diese Regierung mittlerweile eine gemeinsame Meinung zum Thema CETA hat. Fehlanzeige. Auch letzten Monat haben Sie nur wieder beschlossen, dass Sie weiter prüfen wollen. Das 8 Monate, nachdem der Text nicht nur unterschrieben, sondern auch auf Deutsch verfügbar ist. Wie lange wollen Sie denn noch lesen und prüfen, bis Sie auch zum Thema Freihandel eine Meinung haben? So, und Flüchtlingspolitik, mit Verlaub, doch gerade ein Paradebeispiel dafür, wie die Verschleppung von sich klar abzeichnenden Handlungsbedarf erst zur Krise führt. Der Staatssekretär Weinmeister tut mir ja schon leid. Ausschuss für Ausschuss trägt er vor, wie viele Flüchtlinge im Rahmen des Neuansiedlungsprogramms denn mittlerweile umgesiedelt worden. Ich glaube, mittlerweile sind es 16.000 von 160.000, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind wir doch bei berauschenden 10%. Mit Verlaub, da merken Bürgerinnen und Bürger doch, dass hinter den hohlen Phrasen keine Handlungen, keine Antworten stecken. So, und auch dann kommen wir zur Außen- und Sicherheitspolitik. Sie haben völlig zu Recht gesagt, wer Binnengrenzen abbaut, der muss Sicherheit an seinen Außengrenzen schaffen. Aber mit Verlaub, in dem Zusammenhang führt doch z.B. auch die 2%-Diskussion, ist doch viel zu knapp gesprungen. Die führt doch letztendlich nicht in die Zukunft an der Stelle. Es müsste doch glasklar auf der Hand liegen, dass wir mittlerweile die Fragen Diplomatie, Verteidigung und Entwicklungshilfe Hand in Hand denken und auch umsetzen müssen. Von daher geht es eigentlich nicht um 2% für Verteidigung. Sind Sie vorsichtig, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, bevor Sie zu früh applaudieren. Es geht nicht um 2% für Verteidigung, es geht um 3% für das 3D-Ziel, nämlich Diplomatie, Verteidigung und Entwicklungspolitik. Ich wäre dankbar, wenn diese Landesregierung, aber mit Verlaub, ich wäre auch dankbar, wenn der Außenminister, wenn diese Große Koalition in Berlin endlich einmal so zukunftsweisend in die Diskussionen in Europa gehen würde. So, und deswegen in dem Zusammenhang mit Verlaub, Ministerin Buttrich, ich kann Ihre Euphorie über das Weißbuch zur Zukunft Europas von Juncker nicht teilen. Mit Verlaub, das ist ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Zukunftsschubladen. Das hat mit einer gemeinsamen Zukunft, das hat mit Führungsverantwortung in Europa nun mal absolut gar nichts zu tun an dieser Stelle. Und da bin ich ja der Sozialdemokratie in diesem Hause fast schon dankbar für Ihren Antrag, weil anders als die Ministerin ja kein Wort gesagt hat zu dem ersten, ich sag mal, Konkretisierungsversuch von Herrn Juncker und der Europäischen Kommission zur Säule der sozialen Rechte, hat die Sozialdemokratie in diesem Hause einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Ich bin Ihnen deswegen so dankbar, weil ich klar für die Freien Demokraten sagen kann, so nicht, Ausrufezeichen. Denn es ist doch mehr als entlarvend. Und Frau Ministerin, warum gibt es denn da von der Landesregierung keine Stellungnahme, keine Positionierung? Es ist doch völlig entlarvend an dieser Stelle, dass die Sozialdemokratie die Frage der Arbeitslosigkeit und der Jugendarbeitslosigkeit durch gemeinsame europäische Sozialsysteme beantworten will. Sie scheinen nicht mitbekommen zu haben, dass Arbeitsplätze nicht in der Sozialbürokratie, sondern nur über Wettbewerbsfähigkeit auf dem tatsächlichen Arbeitsmarkt entstehen. Und darüber würde ich in diesem Hause gerne diskutieren, wie wir das gewährleistet bekommen, dass wir überall ausreichend Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze schaffen, und zwar auch in Ländern, die von Frankreich angefangen über die gesamte Südkurve hier ganz massive Probleme haben. Die Frage z.B. einen mittlerweile völlig überflüssigen Globalisierungsfonds umzubuchen in den Innovationsfonds, da wo vor Ort investiert wird, in Strukturen, die es Unternehmen ermöglichen, Arbeit zu schaffen, damit wir nicht umverteilen müssen über eine noch teurere Sozialbürokratie. Das wäre eine Antwort für die Jugend in Europa, die Arbeit und Zukunft schafft, sehr geehrter Herr Schäfer-Gümbel. Und da muss ich sagen, da ist es verantwortungslos, dass unser Außenminister Gabriel hier postwendend nach neuen Schulden ruft in Europa.
Das ist ja nichts anderes, als wenn man gegen die Austeritätspolitik in Europa und in Deutschland wettert. Neue Schulden, um umzuverteilen, um Wahlgeschenke zu verteilen, Schecks auszuteilen, quer durch den Kontinent. Das kann keine stringente Strategie sein an dieser Stelle, sondern im Umgekehrten wird ein Schuh draus, lieber Herr Schäfer-Gümbel. Diese Form von sozialpolitischem Missmanagement ist doch genau das, was nicht nur bei den Briten eine Skepsis herbeigeführt hat, die nachher zu dieser Austrittsentscheidung im Referendum geführt hat, sondern das ist genauso Wasser auf die Mühlen der Populisten und Nationalisten quer über den Kontinent. So, und dementsprechend, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, müssen wir doch letztendlich schauen, wie eine zukunftsfähige neue Aufstellung dieses Kontinents Europa, dieser gemeinsamen Europäischen Union aussehen soll. Und da bin ich ja durchaus bei Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel, dass das auch, wenn nicht zuvörderst, eine Frage z.B. institutioneller neuer Antworten sein kann. Ich glaube, dass wir mit den Verhandlungen oder parallel zu den Verhandlungen mit den Briten über den Brexit uns durchaus auch die Frage stellen sollten, inwiefern das eine Chance für solch eine Neuaufstellung in Europa sein kann, sowohl im Hinblick auf die Inhalte, die ich gerade eben erwähnt habe, für die Freien Demokraten, als auch im Hinblick auf die Frage der institutionellen Ausstellung. Brauchen wir wirklich so viele Kommissare in Europa? Ich sage ganz deutlich, nein, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Brauchen wir mehr Gestaltungsrechte für das Parlament? Eindeutiges, engagiertes Ja an dieser Stelle. Denn ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, über das Initiativrecht oder vielleicht sogar auch über ein Wahlrecht des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Kommissare nachzudenken. Das könnte vielleicht auch noch einmal verkrustete Strukturen beiseite wischen und hier eine entsprechende neue Denkkultur, eine neue Streitkultur, eine neue Diskussionskultur an diesem Punkt auslösen. Und da komme ich noch einmal zurück auf unseren Bundesaußenminister. Genau vor diesem Hintergrund, dass man so etwas, er hat ja jetzt eine Aufgabe übernommen, nachdem man ihm eine andere Aufgabe nicht zugetraut hat. Also, das war ja nicht meine Entscheidung, das war ja Ihre Entscheidung im Bundesvorstand der Sozialdemokratie. Er hat ja letztens in der FAZ deutlich erklärt, er glaube, dass es notwendig sei, dass Deutschland mehr in den europäischen Haushalt einzahlt. Engagierter Widerspruch von den Freien Demokraten. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich glaube, wenn die Briten aus Europa ausscheiden, wenn entsprechend weniger EU-Bürger im Europäischen Parlament vertreten sein müssen und wenn entsprechend für weniger EU-Bürger auch mittels der Finanzmittel im Europahaushalt zu sorgen und zu investieren ist, dann glaube ich, können wir nicht nur über eine Verkleinerung des Europäischen Parlaments nachdenken, sondern dann können wir auch darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, vor diesem Hintergrund den Haushalt der EU zu überprüfen und zu reduzieren. Schade auch, dass die Landesregierung die Chance verpasst hat, Wesentliches zu sagen zu dem neuen Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien nach dem Austritt. Dass es keine Rosinenpickerei geben soll, ist meines Erachtens ein Allgemeinplatz. Doch die Frage ist doch, wie im europäischen und auch im deutschen Interesse hier die Zukunft gestaltet werden soll. Und da werden wir letztendlich um die Sache nicht herumkommen, dass wir ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien brauchen. Wenn ich mir alleine ansehe, wie viele Arbeitsplätze daran hängen, dass wir frei handeln können zwischen Hessen und Großbritannien, wie viele Arbeits- und Ausbildungsplätze, lieber Herr Schalauske, dann ist es nämlich nicht sinnvoll, hier von irgendwelchem bösartigen Neokapitalismus zu sprechen, wenn Sie mit Ihren Politikkonzepten diese Arbeits- und Ausbildungsplätze kaputt machen, dann erreichen Sie nämlich genau das Gegenteil von dem, was den Menschen in unserem Land hilft. Aber dann sage ich auch glasklar dazu, dass es keinen Sinn macht, wenn jetzt hier die hessische Landesregierung sich der Tatsache rühmt, dass sie jetzt eben diese neuen Beziehungen zu Großbritannien entdeckt hat, weil sie letztendlich in ihrer Umsetzung zu kurz springen. Ja, es ist schön, dass das Finanzmarktkabinett in Brüssel tagt. Es ist auch nett, dass mal einer von der Bundesregierung vorbeischaut. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, meines Erachtens muss doch klar sein, dass die Konkurrenz nicht schläft,
dass sich die angesprochenen Institutionen und Unternehmen in den nächsten 3 bis maximal 6 Monaten entscheiden müssen und dass die Konkurrenz hier auch entsprechend Schlange steht in Europa, um in Ansiedlungstätigkeiten und Überlegungen entsprechend aufzunehmen. So, und auch wenn die angekündigten Maßnahmen dieser Landesregierung in die richtige Richtung gehen, fehlt es doch im Hinblick auf die verschiedenen Aspekte an einer ganzen Reihe. Sie nehmen den Bankensektor in den Blick. Ja, wichtig, wir haben mit Frankfurt den Finanzplatz Europas hier auf dem Kontinent. Aber Sie haben offensichtlich den kompletten wichtigen Industriebereich aus dem Blick verloren. Sie nehmen Frankfurt in den Blick, finde ich ja als Frankfurter Abgeordnete durchaus verständlich. Aber sämtliche anderen hessischen Regionen scheinen für Sie nicht zu existieren. Ja klar, wenn man sich alleine auf den Finanzmarkt konzentriert, ist das auch schwierig. Aber wie viel Industriezusammenarbeit, wie viel Industrieansiedlung könnte man erreichen, wenn man auch ein bisschen über diesen Horizont hinausgehen würde? Und das wäre ja letztendlich auch eine Aufgabe für unseren Wirtschaftsminister an dieser Stelle, der offensichtlich mittlerweile entdeckt hat, dass es nicht nur darum geht, hessischen Unternehmen in Großbritannien zu zeigen, wo Hessen ist, oder britischen Unternehmen in Hessen im Hinblick auf den Brexit weiterzuhelfen, sondern auch den anderen. Da ist aber ein bisschen mehr notwendig, um zu beweisen, dass man nicht Anti-Wirtschaftsminister, sondern wirklich Wirtschaftsminister ist an dieser Stelle. Meines Erachtens hat das viel damit zu tun, dass diese Hessische Landesregierung mittlerweile mit dem Thema Freihandel fremdelt. Wir haben als Freie Demokraten sehr klar gesagt, dass wir ein Interesse daran hätten, CETA möglichst schnell abzuschließen. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, das macht erst wieder nach der Bundestagswahl Sinn, weil Sie würden allen Ernstes dieses wichtige, wesentliche Projekt nicht nur im Bundestag, sondern vor allem im Bundesrat scheitern lassen. Ich glaube aber, dass dieses CETA-Abkommen vor allem eine Blaupause für den Freihandel mit Großbritannien sein könnte. Die Briten haben mitverhandelt, die Briten haben ihre Unterschrift gegeben. Warum sollten all die schwierigen Fragen des Zusammenkommens von den verschiedenen Freizügigkeiten mit der Frage auch der Freizügigkeit, inklusive der Frage auch der Freizügigkeit von Personen, nicht in diesem Zusammenhang gelöst werden können? Wir haben dort eine Freizügigkeitsregelung drin. Und von daher wäre ich doch dankbar, wenn diese Landesregierung langsam fertig lesen würde, weil dann könnte sie in der Hinsicht vielleicht sogar auch etwas positiv mit vorantreiben. Wo Sie leider eine Chance verpassen, etwas positiv voranzutreiben, ehrlich Position zu beziehen, ist im Zusammenhang mit der Causa Türkei. Ich finde es gut, Frau Ministerin Puttrich, weil so weit ist die Bundesregierung bis dato nicht gegangen, klar hier zu sagen, dass für Sie die Türkei in der jetzigen Verfassung zurzeit kein Beitrittskandidat sein kann. Ich glaube, das kann man auch gar nicht anders bezeichnen. Aber mir fehlt die Konsequenz hierfür. Und ich sage deutlich für die Freien Demokraten, dass wir es für einen Fehler gehalten haben, dass die Außenministerkonferenz am letzten Freitag die Gespräche im Hinblick auf den EU-Beitritt, ich rede nicht von allen Gesprächen, aber im Hinblick auf den EU-Beitritt nicht beendet haben. Wir glauben, dass das das falsche Signal an dieser Stelle ist, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir weiter EU-Heranführungshilfen in Milliardenhöhe auszahlen und keiner in diesem Raum, keiner in der Bundesregierung uns garantieren kann, dass genau diese Euro-Millionen nicht zur Unterdrückung von Menschen- und Freiheitsrechten in der Türkei dienen. Genauso wenig, wie wir die ordnungsgemäße Durchführung des Referendums von der OSZE bestätigt bekommen konnten, werden wir jemals verhindern oder übersehen, in welche Kanäle diese europäischen Gelder gehen. Und ich glaube, dass diese Art und Weise, weiter mit dem Regime-Dialog zu führen, die Europäische Union schwächt und nicht stärkt, weil sie zehrt an seiner Glaubwürdigkeit im Einsatz für unsere Prinzipien im Hinblick auf Freiheits- und Menschenrechte. Und mit Verlaub, wir nehmen ja den Rückschlag auch schon wahr. Sie haben die Visegrad-Staaten angesprochen. Frau Ministerin Puttrich, wenn man mal richtig hinhören würde und in Zentraleuropa unterwegs wäre, würde man merken, dass die Visegrad-Staaten die Art und Weise, wie hier über sie diskutiert wird, als überheblich empfinden. Dass vielleicht es angemessen wäre, sich mal, Genscher hat es genannt, in die Schuhe des anderen zu stellen, um zumindest dessen Befindlichkeiten mal zu erspüren, bevor man ein entsprechendes Urteil fällt. Deswegen kann ich Ihnen nur ganz kurz an dieser Stelle mit Blick auf die Zeit sagen, in den Visegrad-Staaten wird
diskutiert, dass es die anderen Europäer, vornehmlich Deutschland, und zwar vornehmlich in der Flüchtlingsfrage waren, die europäischen Regeln durchbrochen haben und sie anschließend im Regen stehen ließen, als es darum ging, Außengrenzen zu sichern. Ich glaube, das gehört dann für die Wahrheit auch dazu. Und jetzt will ich zum Schluss hin versuchen, eine versöhnliche Runde zu finden über etwas, was uns als Landesparlament wirklich angeht, nämlich die Regionalpartnerschaften. Ich wäre sehr dafür, wenn wir von der Landesebene aus unser Netz an Regionalpartnerschaften und vielleicht sogar eine neue im Hinblick auf Zentraleuropa, eine weitere neue neben der Wirkopolska im Hinblick auf Zentraleuropa nutzen würden, um gegen diese Fliehkräfte in Europa anzuarbeiten. Nur dann kann Sie müssen das kurz machen. Ich mache das kurz, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass es in der Europastrategie des Landes absolut keine Aussagen zu solch einer Neujustierung auch unserer Regionalpartnerschaften gibt. Nicht mit Polen, nicht mit Bursa, nicht mit der Nouvelle Aquitaine. Und ich glaube, dass gerade das eine Aufgabe wäre, auch unter Einbeziehung Jüngerer, die bislang in diesen Partnerschaften so gut wie nicht auftauchen, diesen Weg von unserer Ebene subsidiär regional entsprechend zu gehen. Summa summarum, leider in der Landesregierung keine Vorstellung von der Zukunft Europas, in Berlin ein vielstimmiger Chor. Ich habe skizziert, wie die Freien Demokraten sich das vorstellen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, Europa weiter als unsere Zukunft zu verstehen. Aber da muss man auch Antworten geben und darf hier nicht nur mit Weihrauch agieren. Danke sehr, Frau Beer. Und jetzt ist für die CDU-Fraktion Herr Utter dran. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Am 21. Februar 1916, also vor etwa 100 Jahren, begann mit einem Angriff deutscher Truppen auf die französische Stadt Verdun die Schlacht von Verdun. Sie endete am 19. Dezember 1916 ohne wesentliche Verschiebung des Frontverlaufs. Mehr als 300.000 deutsche und französische Soldaten kamen ums Leben. Und noch einmal eine gleich große Zahl an Verwundeten war zu beklagen. Im selben Jahr, am 1. Juli, begann die Schlacht an der Somme mit über 1 Million getöteter, verwundeter und vermisster Soldaten. Doch dieser Wahnsinn wurde im Zweiten Weltkrieg noch übertroffen. Die Zahl der Opfer durch Kriegshandlungen, Kriegsverbrechen und systematischen Völkermord wird auf ca. 80 Millionen geschätzt. Die Dimensionen dieses Schreckens kann man sich mit dem Verstand gar nicht vorstellen. Man bekommt ein Gefühl davon, wenn man auf einem Soldatenfriedhof, vielleicht am Hartmannsweiler Kopf oder in Verdun, zwischen den Gräbern läuft und sieht, wie jung die Menschen gestorben sind. Oder wenn man mitten in Berlin am Brandenburger Tor durch das Holocaust-Denkmal geht und dort zwischen den Steinen, die wie Gräber anmuten, fühlt und ahnen kann, den Schrecken und die Beklemmung über die Ungeheuerlichkeit der nationalsozialistischen Verbrechen. Als Nachgeborener kann ich nur staunen, dass es gelungen ist, diese Spirale von Hass und Vergeltung zu durchbrechen. Europas Geschichte, die jahrhundertelang eine Abfolge von Kriegen war, nahm eine neue Richtung. Die Unterzeichnung der römischen Verträge vor 60 Jahren markiert eine entscheidende Wende in der europäischen Geschichte und den Weg zu einer beständigen Friedensordnung. Die europäische Einigung ist seitdem der Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa.
Im Nachhinein erscheint einem manches immer so selbstverständlich. Aber die Einigung Europas war nicht selbstverständlich. Sie war kein Selbstläufer, und sie war auch mit Krisen behaftet. Das Projekt Europa geriet immer wieder in Schwierigkeiten und in Krisen. Doch das Besondere war, Europa ist immer gestärkt aus den Krisen hervorgegangen. Und diese Hoffnung, die habe ich jetzt auch. Die Herausforderungen für Europa sind groß. Aber ich sehe auch den Willen und die Bereitschaft zur Lösung, zum Engagement und zur Debatte. Es wurde erwähnt, es sind der Brexit, die Flüchtlingsbewegung, die Staatsschuldenkrise, das Aufleben eines neuen radikalen Nationalismus. Ich finde es gut, dass wir als Landtag uns aus Anlass der römischen Verträge, aber auch der Europawoche, die nun beginnt, mit solchen wichtigen Themen hier beschäftigt haben. Denn es ist Zeit, einen breiten Dialog über die Zukunft Europas zu beginnen. Und es ist Zeit, auch Stellung zu beziehen, und das mag dann mitunter eben auch mal kontrovers sein. Zum Brexit. Ich finde es sehr gut, wie diese Landesregierung die Interessen dieses Landes hier wahrnimmt. Denn es geht nicht einfach nur darum, den Brexit zu erleiden, sondern ihn mitzugestalten. Wir wissen sehr wohl, dass er auch negative Folgen haben wird für die hessische Wirtschaft. Aber es geht gerade darum, aus dem Schlechten noch etwas Gutes zu machen. Deshalb begrüße ich ausdrücklich alle Initiativen der Landesregierung und finde es auch vorbildlich, dass man in Brüssel, in der Hauptstadt Europas, mit dem Finanzkabinett getagt hat. Ich finde das Vorgehen ausgesprochen professionell. Und natürlich, wenn Großbritannien die EU verlässt, ändert das nichts an der Geografie. Denn Großbritannien wird weiterhin zu Europa gehören. Man kann den Kanal nicht einfach größer machen. Großbritannien wird ein Teil Europas bleiben. Und natürlich muss man sich überlegen, wie nun die Beziehungen zu Großbritannien sein können. Bei unseren Gesprächen in Brüssel wurde uns gesagt, das ist ein einmaliger Vorgang. Alles, was wir bisher in Brüssel verhandelt haben, war, wie können Staaten näher an die EU ranrücken. Nun haben wir einen voll integrierten Staat, und jetzt wird darüber verhandelt, in welchen Bereichen er von Europa wegrücken kann. Ich appelliere auch ausdrücklich an alle Städtepartnerschaften in Hessen, die Beziehungen zu Großbritannien haben, in dieser Zeit nicht aufzugeben, die Partnerschaften nicht beizulegen, sondern gerade daran festzuhalten. Denn auch in Großbritannien soll der Dialog mit uns weitergeführt werden. Ein weiteres Thema, was heute auch schon angesprochen wurde, ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Auch ich hoffe, dass Herr Macron gewinnen wird und somit ein europafreundlicher Präsident dort die Regierung übernimmt. Aber ich glaube, man muss noch einmal ehrlich aussprechen, die Krise Frankreichs ist nicht verursacht durch die Europäische Union, sondern die Krise Frankreichs ist eine verfehlte Wirtschaftspolitik. Und für diese Wirtschaftspolitik, ist nicht die EU verantwortlich. Ja, das mag ja geradezu die Krux sein, dass für die Wirtschaftspolitik jeweils die einzelnen Nationalregierungen verantwortlich sind. Aber ich nehme ein Beispiel, das sind die Ausbildungsplätze. Die Frage der Ausbildung wird national organisiert. Und natürlich kann man sagen, Gott sei Dank gibt es das Beispiel Deutschland mit seinem dualen Ausbildungssystem, das jetzt von anderen versucht wird zu kopieren. Aber die Ehrlichkeit wäre doch auch einmal zu sagen, dass all die, die ständig danach messen, wie hoch ist die Akademikerquote, um damit die Zukunftschancen der Generation abzuleiten, in die Irre gegangen sind. Und diesen Irrweg sind ja viele in Europa gegangen. Eine kurze Bemerkung auch noch zu dem, was in der Türkei passiert. Das wurde heute noch nicht angesprochen, aber Herr Erdogan hat ja heute erneut die Schraube weitergedreht. Er hat nun ein Ultimatum an die Europäische Union gestellt.
dass, wenn kein neues Kapitel der Verhandlungen aufgemacht wird, für ihn die Sache beendet ist. Damit versucht er, eine Erpressung an die EU zu machen. Das sind nicht die Modalitäten, wie man miteinander umgehen kann. Ich glaube, es gibt bei vielen in der Türkei ein Grundmissverständnis, und zwar als auf Betreiben der damaligen Bundesregierung und einstimmig in Europa die Beitrittsverhandlungen aufgenommen wurden, gab es das Missverständnis, dass es jetzt um Verhandlungen geht, unter welchen Bedingungen man zusammenkommt. Aber Beitrittsverhandlungen sind Verhandlungen darüber, wie sich ein Beitrittskandidat der EU nähert und nicht, wie sich die EU einem Beitrittskandidaten nähert. Es gibt eben kein Aushandeln über die Werte der Union. Denn die Europäische Union hat ein festes Wertefundament, und da gibt es kein Verhandeln darüber. Deshalb ist für uns auch ganz klar, wenn die Türkei die Todesstrafe wieder einführt, ist das Kapitel der Verhandlungen endgültig aus. Die Todesstrafe ist mit unseren Vorstellungen von Werten in einer zivilisierten Gesellschaft nicht vereinbar. Und ich weiß sehr wohl, es gibt auch andere, auch demokratische Staaten, die Todesstrafe haben. Trotzdem sehe ich es als einen großen Gewinn, als einen zivilisatorischen Fortschritt an, die Todesstrafe bei uns nicht zu haben. Denn es gibt keine humane Tötung von Menschen. Und das sei mir noch kurz erlaubt. Wir werden ja auch darüber reden, wie wir die Hessische Verfassung ändern. Und man kann natürlich sagen, bei der Frage der Todesstrafe, die ist durch das Grundgesetz ja überholt. Aber gerade in dieser Zeit, wenn in manchen Staaten die Todesstrafe wieder eingeführt wird, fände ich es wirklich ein großartiges Zeichen, wenn die Hessinnen und Hessen beschließen, wir streichen das aus unserer Verfassung raus. Auf die Frage, wie es mit Europa weitergeht, da finde ich es einen guten Ansatz, dass Herr Juncker nun Szenarien beschrieben hat, nicht um etwa eine Lösung vorzugeben. Das ist möglicherweise das, was wir immer wieder erwartet haben, dass in Europa, in Brüssel, Leute uns sagen, wie soll es denn weitergehen. Aber der Prozess ist diesmal genau andersrum. Die Kommission fragt Europa, die Bürgerinnen und Bürger, wie soll es weitergehen? Das Weißbuch stellt Fragen und gibt noch keine Antworten. Und das finde ich gerade sehr gut. Die Szenarien, die beschrieben werden, sind ja nicht so zu verstehen, dass man sich für eins entscheiden müsste, sondern muss die Frage klären, welche Herausforderungen wollen wir mit welchem Szenario begegnen? Und es gibt eben Teile, da müssen wir in Europa stärker zusammenarbeiten. Da gehört die Sicherheitspolitik dazu, nach außen und nach innen. Und es ist ja nicht so, dass wir von einer friedlichen Welt umgeben wären. Man kann es nicht oft genug sagen, gerade jetzt und heute herrscht in Europa, nämlich im Osten der Ukraine, Krieg. Dort werden Menschen umgebracht. Und es gibt eine Bedrohung auch von außen, und da muss Europa eine gemeinsame Antwort finden, besonders dann, wenn von manchen die NATO infrage gestellt wird. Ich glaube, auch andere globale Fragen können wir nur gemeinsam lösen. Fluchtursachen müssen von Europa gemeinsam bekämpft werden. Es ist unerträglich, dass jedes Jahr Hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wer Bilder gesehen hat von Menschen, die dort helfen, und was die ertragen müssen, wenn sie zu spät kommen und ein Schiff nicht mehr geborgen werden kann, der weiß, hier ist hoher Handlungsbedarf. Aber es ist nicht einfach damit getan, dass man sagt,
wir wollen die Schleuser bekämpfen. Die muss man auch bekämpfen, die ihr Geschäft damit machen mit dem Elend der Menschen. Aber es geht auch darum, die Fluchtursachen in Libyen, in Afrika zu bekämpfen. Und das wird Europa nur gemeinsam können. Das kann nicht jeder Staat alleine. Da brauchen wir sogar mehr Gemeinschaft. Und ein globaler Klimaschutz bei allen Anstrengungen, die wir in Hessen vorbildlich machen, das reicht aber nicht aus, wenn andere nicht mitmachen. Deshalb ist es ja so positiv, dass Europa führend ist bei diesen Fragen des Klimaschutzes. Am Schluss möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich der Landesregierung danken für diese Regierungserklärung und auch für ihr großes Engagement in Europafragen. Dieses Engagement geht auf eine lange Zeit zurück. Und manchmal in der Kontroverse vergisst man es, dass es große Linien sind, die Hessen hier macht und die sich sehr bewährt haben. Es waren schon andere Europaminister. Ich denke an Volker Hoff oder Jörg-Uwe Hahn. Ich denke an Staatssekretäre wie Frau Beer oder Frau Breyer und eben jetzt Frau Puttrich und Marc Weinmeister, die uns in hervorragender Weise vertreten, aber nicht nur vertreten, sondern Europa voranbringen und den hessischen Anteil deutlich machen. Nämlich wir führen zusammen, z.B. in unserer Vertretung, indem wir keine Einzelvertretung haben, sondern ein Vier-Regionen-Haus. Netzwerke werden gebildet und Dialog ermöglicht. Und es ist ein bisschen sehr knapp zu sagen, na ja, die Zahl der Veranstaltungen hat sich erhöht. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern die Veranstaltungen, die wir in Brüssel durchführen, dienen ja gerade dem Dialog und dem Zusammenführen und dem ins Gespräch kommen der unterschiedlichsten Gruppen. Am 15. Dezember 1954 hat Bundeskanzler Konrad Adenauer im Bundestag erklärt, die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Danke, Herr Utter. Ich erteile das Wort Herrn Boddenberg, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Herr Utter hat Ihnen 4,5 Minuten gelassen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Schäfer-Gümbel, ich bin nur noch einmal nach vorne, weil ich zwei, drei Bemerkungen zu Ihrer Rede machen wollte. Zunächst einmal, ich glaube, das ist jedem hier aufgefallen, haben Sie so ziemlich jedes Thema angesprochen und im Zusammenhang mit der Europapolitik alle Fragen dieser Zeit aufgerufen. Das ist Ihr gutes Recht. Aber ich glaube, Sie sind auf der anderen Seite viele Antworten schuldig geblieben. Und ich will nur zwei, drei Punkte herausgreifen. Sie haben das Thema der Jugendarbeitslosigkeit angesprochen. Ich glaube, es ist unstreitig, dass wir dort mit Abstand das größte Problem in der europäischen Wirtschaftspolitik haben. Die Ministerin hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa nicht nur Wirtschaftspolitik ist, sondern Europa viel mehr ist. Das ist eben auch in der Rede von Herrn Utter noch einmal sehr hervorgehoben worden. Aber Europa ist halt auch Wirtschaftspolitik, weil Wirtschaftspolitik das Befinden und das Geschick eines jeden Einzelnen nun einmal Tag aus Tag ein berührt. Und wenn die Antwort der SPD und ihre Unzufriedenheit, die Sie beschrieben haben, mit, das sei Ihnen europapolitisch alles zu oberflächlich, will ich mal nebenbei bemerken, dann ist die Politik von Herrn Gabriel und Herrn Steinmeier von Ihnen auch als oberflächlich beschrieben worden, weil ich nicht gehört habe, dass Sie sich distanziert haben von dem, was dort sozialdemokratisch verantwortliche Außenpolitiker in den letzten Jahren unternommen haben. Aber ich will sagen, Herr Schäfer-Gümbel, ich finde, es ist schon einer vertieften Betrachtung wert, was denn da der bessere Weg ist. Und wenn Sie von oberflächlich nur dann reden, wenn es nicht sozialdemokratisch oder sozialistisch ist, ist das Ihr gutes Recht, aber nicht meine Meinung, das will ich ausdrücklich sagen. Weil es sind die Anstrengungen, die die einzelnen Mitgliedstaaten übernommen haben, und nicht die Frage, ob man in der Peripherie der Europäischen Union lebt oder mittendrin als Kernland, wie das häufig heißt, oder Kernländer angesiedelt ist. Und wenn man sich einmal anschaut, was diejenigen, auch die Länder an der Peripherie, ich nehme einmal Irland als Beispiel, erreicht haben, dann glaube ich, kann man sagen, dass sich Anstrengung weiter lohnt. Und es war Ihr Bundeskanzler Schröder, und Sie haben Herrn Kohl gelobt, ich lobe Herrn Kohl und Herrn Schröder, der erkannt hat, dass wir im internationalen, globalen Wettbewerb uns besser aufstellen müssen.
Und wenn Ihre Antwort heute die ist, macht doch mal ein bisschen langsamer, ihr Deutsche, halte ich das für eine fatale Antwort. Wir sollten es lieber so halten. Wir alle, auch in der Europäischen Union, lernen voneinander. Wir lernen auch von anderen, aber andere können auch von uns lernen. Und wir haben strukturelle Probleme dort, wo wir Probleme haben. Und die sind übrigens häufig von sozialistischen und sozialdemokratischen Regierungen und nicht von konservativen Regierungen verursacht worden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war eine Geschichtsklitterung, wie ich sie im Hessischen Landtag schon lange nicht mehr gehört habe. Und wenn wir schon dabei sind, Herr Schäfer-Gümbel, wie wollen Sie denn, und das ist meine letzte Bemerkung, wie wollen Sie denn auch früheren sozialdemokratischen Wählern erklären, dass die Anstrengungen, die in unserem Land alle unternommen haben, und dass es die Agenda 2010 gegeben hat, war ja nicht nur eine Idee von Herrn Bundeskanzler Schröder, sondern das war die Forderung der Europäischen Union, der anderen Mitgliedstaaten, dass Deutschland bitte seine Wirtschaft wieder in Gang setzen solle. Weil alle wissen, dass wir schon alleine einwohnermäßig ein wichtiger Teil dieser Europäischen Union sind. Wenn Sie also diese Brille Schröder vergessen haben, dann bitte ich Sie, vielleicht noch einmal darüber nachzudenken, dass es ziemlich viele Menschen gibt, die seinerzeit gesagt haben, dass das die richtige Politik ist und dass sich diese Mühen lohnen. Und wenn Sie heute hergehen wollen und erklären wollen, deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ein späteres Renteneintrittsalter haben als die Problemländer, wenn ich sie so nennen darf, Sie haben sie selbst in Ihrem Antrag PIK-Staaten genannt, das war mal Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien. Bleiben wir von mir aus bei dem Blick. Wenn Sie deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die so viele Anstrengungen unternommen haben, erklären wollen, dass diese Anstrengungen umsonst waren, weil wir jetzt einmal als Bundesrepublik Deutschland in dieser Europäischen Union dahin kommen, dass wir eine große Solidarität üben, Herr Schulz lässt grüßen, Eurobonds so als Stichwort im Ergebnis des Ganzen, dann halte ich das für fatal und nicht für vermittelbar. Und das ist Position der Union in europapolitischen Fragen wie auch in politischen Fragen der Landespolitik in der Europapolitik. Wir wollen, dass sich Leistung lohnt und dass diejenigen belohnt werden, die diese Leistung bringen. Aber wir wollen genauso Solidarität gegenüber denjenigen, die hilfebedürftig sind. Und ich glaube, letzte Bemerkung, die Bundesrepublik Deutschland muss sich gerade in jüngster Zeit nicht den Vorwurf gefallen lassen, unsolidarisch gewesen zu sein. Ich erinnere an die vorbildliche Flüchtlingspolitik hier in diesem Land, verantwortet durch die Große Koalition, ich glaube auch getragen von den meisten Parteien hier im Hessischen Landtag und recht von den Menschen in unserem Land. Ich finde, darüber sollten wir etwas häufiger reden und stolz darüber sein und dort auch sehr zu Recht Solidarität der anderen europäischen Mitgliedstaaten einfordern. Vielen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Reif, Sie wissen ja, ich bin blind, aber nicht taub. Ich habe das gehört mit dem Rechthaber. Das passt ja zu Ihnen wie die Faust aufs Auge. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst, Herr Boddenberg, herzlichen Dank für Ihre Bemerkung. Ich will das so gerne ausdrücklich zurückgeben. Es hätte sich wahrscheinlich gelohnt, mit Ihnen darüber zu unterhalten. Ich habe mich zunächst abgearbeitet an dem, was die Ministerin vorgetragen hat. Und ich bleibe dabei, dass angesichts der Fragen, die Sie jetzt auch zum Thema gemacht haben, Ihre Erklärung eindeutig oberflächlich war, weil sie sich zu diesen Fragen faktisch überhaupt nicht verhalten hat. Die Debatte selber war weitaus weniger oberflächlich. Ich teile viele der Bemerkungen der Kollegin Beer ausdrücklich nicht in der Sache. Das hat sie auch deutlich gemacht. Aber es hat sich gelohnt, über diese Frage zu streiten. Und das würde ich mir gerne mehr wünschen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, darüber zu streiten. Zweite Bemerkung. Ich kann mich gut daran erinnern, wie viele Konflikte wir in der Bundesregierung und zwischen den Koalitionsfraktionen und Parteien in den letzten 3,5 Jahren über europapolitische Fragen hatten, zuletzt über das große Griechenland-Paket im vergangenen Jahr. Da habe ich auch keinen Anlass, an Herrn Steinmeier, an Herrn Gabriel oder sonst wem irgendetwas zu kritisieren. Ich weiß nämlich, wo die in diesen Auseinandersetzungen standen. Ich weiß allerdings auch, wo Herr Schäuble und andere standen. Dritte Bemerkung. Ich wusste nicht, dass Herr Sarkozy, Herr Berlusconi, Herr Cameron Mitglied der sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteienfamilie sind. Aber nehme ich zur Kenntnis. Zur Frage Griechenland bin ich gerne bereit, in einer der nächsten Runden mit Ihnen ausführlicher zu reden, auch die Frage, was die Funktion des Rentensicherungssystems für die Gesamtsicherung ist. Sie wissen, dass man hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Da ich jetzt aber noch 20 Sekunden habe, will ich am Ende doch noch eine Bitte äußern. Wenn wir das ernst meinen, was wir so gelegentlich zumindest unter den Überschriften diskutieren zur europäischen Integration, und der Präsident, also nicht Herr Wilken, sondern Herr Kartmann, für morgen um 13 Uhr zu einer Feierstunde 60 Jahre römische Verträge einlädt,
wäre es vielleicht auch geschickt, an der Stelle die Gelegenheit zu nutzen, die Pressekonferenz der CDU Hessen mit dem MP und dem Generalsekretär um eine Stunde zu verschieben, damit wir gemeinsam erst die Feierstunde machen und danach Sie Ihr Wahlprogramm vorstellen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Herr Boddenberg? Nein? Nein. Dann erteile ich das Wort dem Ministerpräsidenten, Herrn Bouffier. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe jetzt lange zugehört. Die Debatte hat viele Facetten gehabt. Ich will das nicht alles wieder aufwerben. Frau Kollegin Puttrich hat die Arbeit der Landesregierung dargestellt. Und wir haben hier gehört von der Frage, wie viele Kommissare es in Europa gibt, bis zu vielen anderen. Gelegentlich hatte man den Eindruck, der treuende Bundestagswahlkampf hat vieles hier überlagert. Die Debatte war richtig, sie ist notwendig, sie wird fortgeführt werden. Und die Hessische Landesregierung, darauf dürfen Sie bauen, wird genauso engagiert, ihren Beitrag hier für das Land wie auch dort, wo wir können, für die großen Fragen einbringen. Deshalb will ich verzichten auf alles andere. Ich will nur sagen, das ist mir neu. Und wenn es diese Koalition gibt, dann werden wir das natürlich verändern. Und dann werde ich den Generalsekretär bitten, ich hoffe, das geht mit den Journalisten, dass wir das irgendwie anders regeln. Darüber müssen wir nicht streiten. Und wenn Sie eine letzte Bemerkung, meine Damen und Herren, von mir erlauben, es waren sehr unterschiedliche Ansätze. Ich habe die Rede des Kollegen Utter sehr verfolgt, wie Sie alle. Und erlauben Sie mir eine Bemerkung. Bei solchen Debatten ist ja die Versuchung nahe, dass man versucht, jeweils vielleicht parteipolitisch besonders glanzvoll auszusehen. Hier haben wir gehört, eine Abfolge des FDP-Bundesparteitages, andere haben sich anders geäußert. Aber eins stimmt doch. Es ist ein Wunder, dass nach dem, was er noch einmal uns heute hier vorgetragen hat, 27 und immer noch 28, aber demnächst 27 Länder, überhaupt etwas gemeinsam hinbekommen. Und der große Unterschied zu früher besteht darin, früher haben Sie das alles mit Waffen gemacht. Heute machen Sie es mit Verträgen und mit Geld. Und eines muss immer klar sein, wir sind der Hauptnutznießer dieses europäischen Einigungswerks. Deutschland war immer zerrissen zwischen Ost und West. Und Abenteuer, was man zu diesen ganzen Debatten sagen kann, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, alles geschenkt. Aber eines muss mal klar sein. Wenn es in Europa eine Frau und einen Mann gibt, auf den alle in Europa schauen, dann ist das Angela Merkel. Und das machen wir, sagen wir nicht. Das sagen wir nicht, um uns zu berühmen. Sie steht in der Tradition von Helmut Kohl. Und ich will mal sagen, wenn wir heute schon vier oder drei Stunden darüber diskutieren, es ist ein Glück, dass alle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, alle in dieser Grundlinie einig waren. Deutsche Interessen zu vertreten, das ist normal für jeden deutschen Politiker. Aber nur deutsche Interessen zu vertreten, das ist unklug für jeden klugen deutschen Politiker, meine Damen und Herren. Und deshalb gilt, deutsche Interessen und europäische Interessen liegen nirgends so nahe wie in unserem Land. Und wenn wir das beherzigen, dann könnten wir auch im Zeichen eines Vorwahlkampfs eine zielführende und letztlich für die Menschen auch ertragbringende Debatte führen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bouffier. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Mir wurde signalisiert, dass wir beide mitberatenden Anträge, den von der SPD einerseits und den von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN CDU andererseits, in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überweisen. Das machen wir also in den EuA und mitberatend in den Sozial- und Integrationsausschuss.